am Sonnenschein und neben mir steht Annemarie Eifeld. Grüße dich. Hallöchen. Annemarie, warst du jemals schon mal in Witten? Nein, ich war noch nicht in Witten, aber ich bin sehr oft dran vorbeigefahren, als ich in Duisburg Musical gearbeitet habe. Sag mal, von dieser Veranstaltung heute, du heute das erste Mal dabei, okay, die gibt's schon seit 10 Jahren, aber ja, ja. Was hältst du davon? Also ich finde es auf jeden Fall ganz toll, weil es vor allem auch für Familien ist. Und ich finde es immer schön, dass die Männer sich am Männertag nicht mehr so abkapseln, sondern wirklich auch was mit ihrer Familie machen. Das finde ich toll. Und das mitten in einem Wohngebiet. Ja, also ich bin begeistert, dass hier wirklich, dass hier die Nachbarschaft so kulant ist und das gestatten und keiner hier sich beschwert. Es gibt ja immer Leute, die sagen, ja, ja, ist okay und dann rufen sie heimlich irgendwo an. Aber ich finde es so toll und dass es seit 10 Jahren so funktioniert. Ich meine, wow, Wahnsinn. Das ist ein Hammerding, brauchen wir gar nicht drüber reden. Toll. Annemarie, von dir was Neues. Ja, es gibt was Neues. Am 30.06. gibt es etwas ganz, ganz Neues. So neu, dass es noch keiner gehört hat. Und zwar gibt es dann die neue Single und die wird Hoch hinaus heißen. Aha, wieder geschrieben von Christina Bach? Nein, also ich arbeite seit 2011 nicht mehr mit Christina Bach zusammen und habe mir jetzt für die neue Single auch mein Team ausgesucht, weit weg vom Schlager, nämlich das Erfolgsproduzententeam von Gestört, aber geil und Stereo Act. Wir kennen ja alle, die immer lacht. Aha, also eine ganz andere Schiene. Also die Schiene bleibt gleich, also man wird es auch merken, das ist Annemarie Eifeld, aber man hört schon auch die Einflüsse, dass es eben sehr modern ist und dass wahrscheinlich auch der ein oder andere nicht klassische Schlagerfan darauf tanzen wird. Naja, muss ja auch nicht jeder darauf tanzen, Hauptsache die mögen es. So sieht's aus. Was ist dieses Jahr so noch dein Ziel? Wo willst du dieses Jahr noch hin? Also in diesem Jahr ist noch ein ganz wichtiger Termin, der ist rot bei mir eingestrichen im Kalender. Die große Schlagerreise. Zusammen mit Sonnenklar TV geht es ja für uns alle nach Mallorca. Zusammen mit tollen Kollegen. Ray and Bonnie ist mit dabei, Irene Shear, die Gruppe Neon wird mit dabei sein und ich glaube, wir werden da ein paar ganz tolle Tage haben in der Sonne. Dieses Jahr noch ein neues Album von dir? Also ein Album werde ich in diesem Jahr nicht machen. Finde ich auch in Ordnung, weil das letzte Album war jetzt im April 2016, Neonlicht, die Remix-Edition. Und ich finde es auch mal ganz entspannt, kein Album zu machen, weil ich habe auch gemerkt, dass die Fans sich sehr freuen, wenn immer mal ein neuer Titel kommt. Immer mal so gestreut übers Jahr, da freuen sie sich einfach ganz doll drauf. Richtig, absolut richtig, weil immer so stückchenweise und hinterher kann man immer noch ein Album draus machen. Häppchenweise. Genau so. Annemarie, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, wünsche dir weiterhin alles Liebe. Gleichfalls, alles Gute. Euch auch. Bis dann. Ich gucke jetzt mal, was hier so los ist. Im Festival.